Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde von Sims 4. Zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Raxo. Vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Falls ihr euch nicht für die Charaktererstellung interessiert, ich habe so eine Kapiteleinteilung gemacht, jedenfalls hoffe ich das, wo ihr dann dementsprechend einfach die Charaktererstellung überspringen könnt, weil sowas oft eine Weile dauert. Ja, ich habe mir Sims 4 geholt, einfach mal als erstes Let's Play für den Kanal. Sorry für die Inaktivität, Leute. Ich hatte irgendwie kein passendes Game für ein Let's Play auf Minecraft Dungeons, hatte ich da keine Lust. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal Sims 4 bei Steam geholt. Und ja, ich weiß, das Game ist von EA. Aber man darf das auf YouTube bringen. Denn das, was ich da gehört habe, war völliger Bullshit und nur von uns so einem 0815-YouTuber. Wait, das Nero ist kein 0815-YouTuber. Das ist eigentlich wohl okay, aber er hat das gesagt. Also, naja, ich habe noch auf der offiziellen Steam-Seite geguckt. Auf der offiziellen EA-Seite geguckt, da war das dann halt nicht so. Und ja, stellen wir doch einfach mal unseren Charakter. Wusch. Okay, jetzt erstmal ja männlich, das ist richtig. Wie sollen die Stimme klingen? Nicht so hoch. Ja, Yushirao. Wie sollen wir denn gehen? Ja, so sollen wir gehen. Was ist denn das? Oh, Alter. Femininer Gang, oh ja. Joach, nee, mach einfach mal den Standardgang. So, mein Bestreben. Was will ich denn für einen Job haben? Ich persönlich, also mein Traumjob ist ja sowieso irgendwie, wisst ihr nicht, aber ich werde schon so Freelancer selbstständig mäßig sein. Irgendwie so, also allgemein, ich liebe es einfach mir Geschichten auszudenken. Und deswegen ist Selbstständigkeit irgendwie so genau das Richtige für mich auch. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung das gehen soll. Ursprünglich wollte ich Autor werden. Das ist auch überhaupt noch nicht von meiner Liste, aber jetzt habe ich viele andere coole Möglichkeiten noch gesehen, wie man Geschichten mit der Öffentlichkeit teilen kann, meine Fresse. Also, musikalisches Genie, Bestseller-Autor. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte ein herausragender Maler sein. Ich werde das einfach online zeichnen. So, da bin ich natürlich sehr kreativ. Fröhlich bin ich nicht, Alter. Kunstliebhaber, das passt dann natürlich. Naja. Faul bin ich in echt auch, aber egal. Oh ja, romantisch bin ich da. Ja, ich bin natürlich ein wunderbares Genie. Aber so sehe ich nicht aus und so heiße ich auch nicht. Ich bin Raxo. Doktor. Das ist ein cooler Name. Ja, so sehe ich nicht aus. Oh Gott, der hat Ohrringe. Sieht von hier aus irgendwie so voll weiblich aus, das Gesicht. Oh, nein, ich wollte nicht so nah ran zoomen. So, ich finde das Gesicht hier ganz okay. Ja, ich glaube, das ist ganz gut als Grundlage. Ich habe ziemlich helle Haut. Jetzt kann man auch mal so ein bisschen ermitteln. Oh, oh nein, ich habe keine Glatze. Kann man auch mal so ein bisschen ermitteln, wie ich denn in echt aussehe. Ja, ich finde die Frisur passt. Ja, ja, ja. Ja, blond bin ich auch. Gesichtsbehaarung. Brauchen wir einfach mal so einen ganz leichten Bart hier hinten. Ich meine nicht das. Das da. Ja, sieht auch schick aus. Hey. Ja, hier. Piercings. Ernsthaft? Ohrringe gelten als Piercings? Ja, stimmt. Was für eine Frage. Was habe ich da für ein Tattoo? Oh, wie geil. Aber nein, ich möchte ganz einfach einen Pullover haben. Pullover. Ja, genau, den da. Den finde ich schön. In Grau sieht das schön aus. So, jetzt erstmal. Ich bin im Real Life ziemlich dünn. Oh Gott, so dünn auch wieder nicht. Nicht so. Ich bin aber auch nicht sehr muskulös. Ich bin überhaupt nicht muskulös. Ich bin voll der Lulatsch. Obwohl ich klein bin. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, das kommt schon hin. Man kann ja auch hier trainieren. Ja, ja, ja. Das sieht ganz schick aus, oder? Wie findet ihr das? Ach Gott, die Schuhe. Die sind ja schlimm. Ja, die will ich haben. Ja. Die sehen cool aus. Auch die Schuhe finde ich. Ja, ja, ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Nehmen wir einfach mal grün. Passt.
So, dann machen wir uns noch eine schöne Armkleidung. Alle. Das sieht gar nicht so schlecht aus, Mann. Ich will lieber das hier nehmen. Dann in einem schönen. Oh Gott. Irgendwie finde ich das hier sieht ganz schick aus. Ja, das sieht ganz schick aus. Ich bin ja hier Ladies. Nein, ich bin kein Ladies Man. Würde ich aber gerne sein. Alter Vater, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und dann habe ich natürlich noch einen Hochzeitsring an. Nein, lieber nicht. Und ist so auf die ganze Zeit ha zu sagen. Und ja, Leute, Audio ist in der ersten Folge immer broken. Ich habe getestet, dürfte halbwegs in Ordnung sein. Ich habe es an der Musik getestet. Ich hoffe, die Sounds sind in Ordnung, Leute. So, ja, als Abendkleidung finde ich das hier völlig in Ordnung. Ja, dann machen wir noch Sportkleidung. Sportkleidung. Ja, los. Wahrscheinlich ein Pullover als Sportkleidung. Hallo, ich bin der Manuel. Nein, bist du nicht. Was zur Hölle ist das? Wie cool ist das denn? Und wie verpixelt. Ich glaube, ich nehme einfach ein ganz normales T-Shirt. Junge, nimm das T-Shirt aus deiner Hose. Sieht absolut bescheuert aus. So. Ja, genau. Sehe ich genauso. So, das ist doch schick hier. Ich habe mein Tattoo nicht entfernt. Wo kann ich das Tattoo entfernen? Da sieht man es sowieso nicht. Hier sieht man das aber. Wo entferne ich dieses beschissene Tattoo? Wo entferne ich das? Weg damit. Jawohl. Bei Körper ist das. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, überall weg, ne? Tattoos dürftest du jetzt nicht nur manchmal haben. Was ist denn das? Meine Nachtwäsche. Ja, dann nehme ich aber hier sowas. So eine schöne, gemütliche Hose. Warum auch nicht? Wie geil ist das denn? Was passiert, wenn ich jetzt auf das X drücke? Oh. Ja. Cool. Nein. Damit werde ich ganz sicher nicht schlafen. Dann schlafe ich ja lieber hier mit. Nee, dann schlafe ich einfach hier mit. Jojo. Sieht zwar genauso aus wie mein Sportoutfit. Sieht halt echt gefühlt genauso aus. So, was ist das? Ach du Kacke. Ausgekleidung, okay. Da muss ich erstmal einen Top wählen. Jo, so ein Flanell. So ein Flanellhemd, warum auch nicht? Ja, warum nicht? Wieso kann man das wegmachen? Könnte ich jetzt hier auch komplett nackt rumlaufen? Oder wie? Ja, mit Ausnahme des Rings ist alles okay. Oh Gott, ich hab nicht mal Socken an. Ja, dann haben wir hier noch die Ballkleidung. Ist das eine Kette? Okay, warum nicht? Nein, aber... Ein Top will ich sowieso nicht anhaben. Ja, einfach nackt schwimmen. Nur mit einer Unterhose. Ich hatte hier in meinem letzten Spielstand was ganz Cooles gesehen. Ja, genau das war's. Mit diesen schönen Palmen. Ich würde gerne das hier wieder wegmachen, diese Accessoires. Die sehen nicht so schön aus. Ich glaube, diese beiden Sachen, die kriegt man sowieso nur mit dem Jahreszeiten-Add-on, wenn mich nicht alles täuscht. So, und was jetzt noch fehlt, was ganz wichtig ist, meine Brille. Ich trage nämlich eine Brille. Und die müsste ich halt dann halt überall hinzufügen. Die Brille ist leicht grün. Passt das? Ja, das passt sogar. Kann man das irgendwie überall anwenden? Das wird lange dauern. So, irgendein Name für diese Brille? Naja, ich kann mir merken, wie die aussieht. Jo, ich habe dieselbe gefunden. Wie sie einfach da oben nichts verändert. Sieht bescheuert aus. Na, beim Sport sollte ich lieber keine Brille tragen. Beim Schlafen auch nicht, doch beim Ausgehen auch. Ups. Dass sie schon die grüne nehmen. Und beim Baden jetzt eigentlich auch nichts. Ja. Ja, genau so. Nein.
Bitte, 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 zeig mal dein normales Outfit. Das sieht doch schon schön aus. So, jetzt werden wir ein herausragender Maler werden. Und dementsprechend sind wir auch automatisch ein Grübler. Wir sind kreativ, Kunstliebhaber und ein Genie. Okay, ich werde jetzt erstmal alleine wohnen. Ich weiß auch schon, wo wir hinziehen werden. So, Spielstand nehme ich jetzt einfach mal YouTube. Jo, nice. Ich habe die Caps an. Ba, ba, ba. Sieht bescheuert aus, wie einfach nur die Groß- und Kleinschreibung verändert wird. Ich will ein anderes Bild haben. Ja, das spiegelt meine Schlauheit wieder, die nicht vorhanden ist. Ja, oh, das ging schnell. Ich dachte, jetzt müsste ich nochmal einen Cut setzen, aber wenn das nicht so ist, was soll das hier? Ich habe so lange kein Sims mehr gespielt. Sind das Sachen von DLCs? Beziehungsweise von Add-ons, so werden sie hier größtenteils genannt. Lol. Voll viele coole Häuser, in denen einfach niemand wohnt. Okay, zum Fettnapf. Ich finde das Grundstück schön. Ich habe da sogar schon mal gelebt. Ich möchte dahin. Immobiliert. Grundstück planieren. Das würde mich nur zwei. Das würde. Hätte ich nur noch. Würde ich nur 2000 bezahlen müssen. Nein. Möbliert natürlich. Denn wenn es nicht möbliert wäre. Ja, 4000. Ne, 5000 sind die Möbel wert. Okay. Das sagt ja schon mal viel über die Qualität aus. Okay. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe Sims 4 schon auf meiner Playstation gezockt. Das ist jetzt aber schon eine ganze Weile her, Leute. Also bitte, Leute, seid nicht so gemein. Wir müssen jetzt erstmal in den Baumodus. Erstmal müssen wir einen Job suchen. Mach schneller, Raxo. Yay, Geld. Genau, hast du gerade an Geld gedacht, Raxo? Ha, da ist es ja. Freelancer würde ich gern werden. Freelancer. Schicke Bilder hier. Das soll, glaube ich, tatsächlich so aussehen, als wäre es einfach so, als wären das wirklich so richtige Bilder, die da gemacht worden wären. Es gibt viele Jobs. Diese Sternenjobs sind ja auch relativ neu. Obwohl, es sind überhaupt nicht mehr neu. Aber ich habe die nicht gehabt. Also, ich würde auch gerne mal Verbrecher werden. Ganz ehrlich, ich war das noch nie. Ich bin ja hier... Super nice, wir sind jetzt erstmal Freelancer. Hoffentlich kommen da bald noch neue Optionen zu, irgendwie. Wie YouTuber und so. Obwohl, YouTuber gibt es ja schon mit einem Add-on. Vielleicht wird das dann ja darunter gezählt. Ich weiß es nicht, Leute. Computerexperte, ich bin ein Freelancer-Künstler. Nice, Leute. Nice, nice, nice. Dafür brauchen wir aber, soweit ich weiß, ein Grafiktablet. Keine Aufgaben? Ach so. Keine Aufgaben. Gerade mit normalen Jobs verwechselt. So, jetzt gehen wir erstmal in den Baumodus. So, diese Lampe. Gehen wir einfach mal hier hin. Bücherregal dahin. Ups. Hupsi dupsi. Ah, nein, ich will diese Sache nicht nehmen. Ich will einfach nur mich mit Linksklick bewegen. So, jetzt nehmen wir einfach mal. So, wo ist es? Da. Erstmal. So. Ist das Slablet? Na. Was ist denn das? Ist es das? Wait a moment. Digitales Grafiktablet. 750. Kann ich das einfach hier irgendwo hinlegen? Oh. Ich kann es einfach hier abstellen. Mache ich einfach mal. Warum auch nicht? So, dann gönne ich mir einen Schreibtisch. Damit ich mir hierhin einen PC stellen kann. Schreibtischstuhl. Ja, der sieht angenehm aus. Zack, boom, bam. Dann bleibt noch was. Dann bleibt sogar noch Geld für einen Pütz übrig. Ja, das kann ich nur bis dahin verschieben. So, ja, dann den respektable Mittelklasse-Laptop nehmen wir einfach mal, obwohl das überhaupt kein Laptop ist. Stand da wirklich Laptop? Desktop. Ich bin gut im Lesen, Leute. Ich sag's ja. Der Ghostwriter-Laptop. Ich hab schon wieder Laptop gesagt. Was ist denn mit mir los? So, als nächstes möchte ich hier eine Staffelei haben. Ich kann mir einen Sandsack holen. Jo, nice, Alter. Erstmal komplettes Geld weg. 34. Oh nein, Leute. Oh nein. Aber egal. Drei Gemälde anfangen, werden inspiriert. 5 Stunden malen. Gerade habe ich keine Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Also geh einfach mal an dein Tablet. Im Inventar platzieren. So. Dann...
Raxor hat nicht genügend Simoleons. Kostet das was? Momentan muss nichts bearbeitet werden. Nein! Icon Sims Forever. Ja, mache ich das einfach mal. Was ist meine Aufgabe? Mit Kunden chatten, okay. Freelance. Ach, Leute. Symbole auf Grafiktablet erstellen. Okay, das dürfte ich kostenlos können. Symbole abnehmen lassen. So, jetzt chatte erstmal mit dem Kunden. Bis wann will es haben? Um 9 Uhr am Mittwoch. Wir haben Sonntag. Der Job ist noch nicht fällig. Ne, Raxo? So, nein, du gehst jetzt nicht an dein Handy, Raxo. Du gehst jetzt nicht an dein Handy. Freelance. Das kostet mich Geld. Okay, gut. Schlecht. Was zur Hölle kann ich verkaufen? Muss ich jetzt ernsthaft einen Stuhl verkaufen? So, dann mach jetzt mal ein einziges Symbol. Keine Ahnung, was das dann kann. Vor allem, ich bin auch voll schlecht darin. Das ist das Erste, was ich mache. Und seit wann hält man sein Grafiktablet in seinem Bildschirm? Was zur Hölle? Das stellt man doch auf. Das hält man doch nicht so, oder? Malerei. Begrüßungskomitee, jetzt, wirklich. Symbole. Ist das jetzt so viel wert? 50? An Kunden zur Abnahme schicken. Nein, ich brauche Geld, Leute. Willkommen in der Nachbarschaft. Ja, am Arsch, Digga. Ich brauche gerade Geld. Ich bin gerade in einem ewigen Kreislauf des Todes. Nein, Freelance. Noch abgelehnte Inhalte überarbeiten? Diese Arbeit entspricht nicht über unseren Qualitätsstandards. Nein. Dann mach schnell. Mach weiter, Raxo. Du brauchst das Geld. Und danach war es das auch schon für die Folge. Ging relativ schnell. Was ist denn das? Haushaltssammlungen. So, komm, Raxo, mach schnell. Tut mir leid, wenn die Folge was länger geworden ist. Ich wollte die so maximal 15 Minuten werden lassen. Die Aufnahme ist jetzt schon 18 Minuten lang. Deswegen bezweifle ich stark. Vielleicht nächstes Mal. Nein, tschüss. Habe ich jetzt... Ich will nochmal kurz das abschicken. Symbole. Kann ich jetzt abschicken? Bitte. Bitte, 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 Leute. Nehmt's doch an. Nehmt's doch an. Diese Arbeit entspricht nicht unseren Standards. Gemälde können auf digitalen Grafiktablet. Bücher können am Computer bearbeitet werden. Oh Gott, Leute. Okay, es ist aber 54 wert. Rein theoretisch könnte ich das jetzt einfach hier reinziehen und verkaufen. Nein, Leute. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Hey, Leute. Hier nochmal kurz Raxum ansparen. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass das nächste Video auf diesem Kanal und auf meinem Hauptkanal eine Art Uploadplan sein wird, was ich denn so vorhabe zu machen. Ich halte mich da sowieso nicht dran, aber es ist nur sozusagen eine Vorlage zu dem, was ich vorhabe zu tun. By the way, ich entschuldige mich nochmal für die Qualität dieses Videos, das Intro und so. Ich probiere im Moment viel rum und ich bin ja auch noch in den Startlöchern für YouTube. Also ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Tschüss!